Wie lange sind wir jetzt dabei? Halbes Jahr? Ja, bei so der Irrentruppe? Seit Februar. Ja, bei den ganzen Wahnsinnigen? Ja. Und was meinst du? Wie war das letzte halbe Jahr für dich? Spannend, sehr spannend. Es war voller Arbeit, aber geil. Sehr, sehr schön. Ja. Doch, wie war es bei dir? Krass war es. Krass auf jeden Fall, weil halt echt viel aufeinander gekommen ist. Ja, absolut. Ich meine, wir merken jetzt erst, was daraus geworden ist, aber die ganzen Vorbereitungen, das ganze Songwriting, alles was dann noch passiert ist, die Proben, dann noch zwei, drei Auftritte die zwischendrin. Auftritte zusätzlich dann noch, das war schon, also es war wenig Zeit eigentlich für den ganzen Haufen, den wir da gemacht haben. Und aber wir haben es geschafft. Ja, also der Haussegen hängt auch schon ein bisschen schief. Ja, ja, so ein bisschen. Ich glaube, die Frauen und die Männer, also mein Mann hat schon ganz schön zu schaffen gehabt. Ne? Ich habe es auch immer hingehalten damit, dass ich gesagt habe, ja, pass auf, es wird das geilste Album der Welt. Du wirst mir dankbar sein hinterher. Also mein Mann wird ja die erste Platte kaufen, hat er mir schon versprochen, die erste. Sehr gut. Also der Song, in den ich die meiste Arbeit reingesteckt habe, ist logischerweise Last Farewell. Das ist immer noch der Arbeitstitel jetzt aktuell. Keine Ahnung, was hinterher dann auf der CD draufsteht. Aber der ist eigentlich auch aus der Idee rausgeboren, Mensch, wir bräuchten doch eigentlich ein Lied, was den Titel trägt. Also einen Titelsong, From the Gallows. Und der hieß am Anfang auch From the Gallows. Und da habe ich mich hingesetzt, recherchiert irgendwas aus dem Irland des 19. Jahrhunderts, eine Story dazu und mal Text geschrieben oder mal geschaut, welche Melodie dazu passt. Und dann stand es mal, den Jungs mal geschickt und am Ende, also nach zwei, drei Proben-Sessions, war es ein komplett anderes Lied. Also es ist wirklich komplett anders und ich liebe, was daraus geworden ist, ganz ehrlich. Es groovt ganz massiv und das bin ich sehr, sehr, sehr froh drüber. Welcher Song war es bei dir? Wo hast du am meisten daran gearbeitet? Das war tatsächlich Monster. Das ist das Lied, was mir von Anfang an am besten gefallen hat, als wir die ganzen neuen Lieder noch nicht hatten. Ich hatte da sofort eine Idee von der Gesangslinie, ich hatte sofort eine Idee auch von der Querflöte. Ist mir einfach wahnsinnig leicht gefallen. Als ich das Lied gehört habe, hatte ich einfach was im Kopf und das musste ich spielen. Und ja, das ist das Lied, was mich einfach am meisten packt. Das hat sich wahrscheinlich auch am meisten entwickelt über die Zeit. Ja, absolut. Also ich glaube, das war das erste Lied, was ich in der allerersten Probe mitgespielt habe. Und das war auch das Lied, was ich zusammen mit Robert in Oberursel zum ersten Mal auf der Bühne spielen durfte, als die Ella noch mit dabei war. Und das war für mich absoluter Hammer, auf der Bühne zu stehen und genau dieses Lied. Ja. Und das hat eine Wahnsinnsatmosphäre. Also muss man auch dazu sagen, das transportiert so viel Emotionen. Genau. So Andi, was war denn das Lied, wo du am meisten zu schaffen hattest? Wo du dich echt geärgert hast, geflucht hast und echt viel üben musstest? Also der schlimmste Wadenbeißer von allen, ja, das ist ohne Konkurrenz Hangman's Tale. Ja. Für mich. Ich habe da nicht nur geflucht, ich fluche in stillen Momenten immer noch innerlich vor mich hin. Einfach nur so, das zieht sich so jetzt durch. Also ich merke, dass wir die Zeit gebraucht haben, um aufeinander eingespielt zu sein. Also ohne die ganzen Proben wäre es nicht gegangen. Das sowieso. Und das ist schön. Und dass wir die Lieder halt größtenteils alles miteinander geschrieben haben. Da hat halt jeder einen ganz anderen Bezug dazu. Das kommt uns jetzt schon ganz schön zugute. Ja, vor allem das Wir-Gefühl ist echt schon mega stark. Ja. Was ich total schön finde. Ja. Das gehört sich einfach. Fühlt sich schon wegen der Band an, ne? Ja, meine Band. Meine Band. Ja, genau. Sehr schön, ja.